Hallo zusammen, herzlich willkommen zu The Final Station, die finale Version. Heute erschienen auf Steam und wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr sie auch schon kaufen. Jetzt sogar in Deutsch. Wir haben es einmal im Angezockt gemacht. Der junge Mann in Pixel Art, der sich durch die Apokalypse einen Weg bahnen muss, muss Überlebende retten. Und ja, ich probiere mich hier wieder im Live-Let's Play für die Leute auf YouTube. Ein ganz normales Let's Play für die Leute im Stream, die aktuell zugucken. Ein sogenanntes Live-LP. So, wir legen los. Spiel starten, Einstellungen, soweit passt das. Ton 10. Können vielleicht mal so zwei runtergehen, oder? Ja, wird schon passen. Kriegen wir schon hin. Wir starten. Das ist unser Protagonist. Wir können laufen mit AWSD, mit der Maus können wir zielen. Und Pistolenmunition, 12 Stück. Tür geht auf. Wo sind wir? Oh, oh. Und nachladen. Da muss man halt mal immer auf den Kopf zielen. Und wir laden direkt nach. In guter alter Battlefield-Manier. Da hat es irgendjemand gerissen. Ah. So, Pistolenmunition und Kippen. Mal gucken, was wir mit den Kippen anfangen können. Okay. Nächste Tür. Oh oh. Der braucht mehr Schüsse. Und der braucht nur einen, wenn man den richtig zielen kann. Also die kleinen Dicken da, die brauchen mehr Schüsse als die großen. So, ist eine Art Rätsel. Ich glaube, ich gehe direkt hier runter. So, haben wir erledigt. Warte, wir gucken erstmal hier oben, ob es hier weitergeht. Okay, ich will euch nicht stören. Ich komme gleich wieder. Okay, da hat eine Schrotze. Wie kommen wir denn hier runter, ohne uns mächtig zu verletzen? Hm. Hm. Okay, wir gucken mal hier drüben. Sind die alle angeschlossen oder was, die Gemeinde? Wie viel Munition haben wir denn noch? 3 Schuss? Nee. 3 Magazine? Ich glaube Magazine. Also es ist komplett anders als im Angezockt. Ich weiß es echt nicht. Guck mal hier. Komme ich hinten rum hoch? Hier ist auch noch eine Bodenklappe. Also damals im Angezockt gab es eigentlich immer ein, maximal 2 Wege. Hm. Also hier runterstürzen macht ja wohl gar keinen Sinn, ne? Da bin ich ja kaputt. Hallo? Ah! Okay, der erste Tod. Da konnte ich aber echt nichts machen. So viel Munition hätte ich gar nicht gehabt. Was, im Jahr 106? Noch der erste Besuch? War? Klingt wie unser Küchenwecker. Guten Morgen. Das war anscheinend der Vorspann. Wir hätten irgendwann sterben müssen. Wahrscheinlich das Tutorial. Ah, ein schöner Morgen, um zu sterben. Boah. Kommt direkt mal die Meute auf einen zu. Hallo? Okay, was haben wir hier? Seife und Münzen. Oh Gott. Nix. Nüscht. Okay, nichts. Unsere Küche. Links geht's auch nochmal? Nee. Ist hier nirgendwo was drin? Nur wenn wir vorbeilaufen erscheinen, das ist natürlich ein bisschen schade, um das Feuer auszukundschaften. Miede. Okay. Das ist fast nur noch zu leise. Warte mal, Ton. Mach das mal ein bisschen lauter. Okay. Alle Bürger, die das 16. Lebensjahr erreicht haben, müssen sich für die Übungen im Falle eines zweiten Besuchs am örtlichen Krisenzentrum einfinden.
Die nächste Übung findet an diesem Freitag statt. Die Verwaltung von Armand White. Okay. Aber wir sind doch... Sind wir 16? Bei der hohen Stirn? Jetzt bin ich hier schon... Bin ich hier schon fertig? Hab ich schon echt alles durchsucht? Geht's hier nicht irgendwie noch? Na gut. Hallo? So ein bisschen Schiss hier weitergesehen. Kommen Sie dann auch so rüber. Ampel ist grün, okay. Hat ja nichts zu heißen in der Apokalypse. Guten Tag. Hallo. Na? Du bist aber früh. Hä? Martin ist heute nicht hier. Er ist irgendwohin verschwunden. Heute übernehme ich seine Arbeit. Okay, wer ist Martin? Bodenklapper. Ist das Martin? Hat er sich gerade zugelötet? Ist im Keller unten und muss es wissen machen. Drecksau. So, weiter geht's. Am Abfall vorbei. Gesucht. Für den Bau des Wächters werden Ingenieure, Mechaniker, Bauarbeiter gesucht. Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung, Unterkunft in unserem, im unteren Sektor von Metropol. Verpflegung, verdoppelte Rente werden gestellt. Bezieht sich nicht auf Siedlerfamilien. Des Wächters. Was für ein Wächter? Hallo, jemand zu Hause. Oh, hi. Oh, hallo. Urlaub vorbei? Der Chef ist heute nicht da. Du musst dich nicht beeilen. Okay. Toilettenpapier, wunderbar. Wenn wir mal Schiss haben, ne? Wir arbeiten also bei der Bahn. Schrauben und Lumpen. Wow, was jetzt? Ah, wir haben unsere Bahnklamotten bekommen. Ich dachte, der sah anders aus mit der hohen Stirn. Oh, wer bist denn du? Wir haben wohl aus Versehen die Tür geschlossen. Ich hab nichts gesehen. Wie, was gesehen? Ich hab mir beim Umziehen zugeguckt. Bist du sicher, dass eine gute Idee ist? Es ist nicht der beste Zugführer, Er ist nicht der beste Zugführer. Beruhige dich, ich werde ihn beobachten. James, das ist ein sehr wichtiger Zug. Ich weiß. Wer ist denn James? Hänge ich in der Story? Oberhaus Metropol. Paul Anderson, Bahnvorsteher Bertfurt. Bestätigungscode 3, 3 mal die 9. Kleidung. Okay. Geht nicht weiter raus, gell? Nee. Hallo. Als du weg warst, haben sie neue Blocker aufgestellt. Der Chef hat den Code in seinem Büro gelassen. Gib ihnen das Feld im Zug ein. Auf dem Weg erzähle ich dir die Einzelheiten. Ein Geist ist verschwunden. Es ist cool, dass sie ein Intro draus gemacht haben. In dem Angezockt war es ja so, dass man direkt losgespielt hat, war praktisch in der Bahnführer und konnte mit der Lok fahren. Haben wir noch irgendwas? Extras? Nein. 3, 1, 2, 3. So. Und ab in Zug. Und die Reise geht los. Die Belos 07 begibt sich auf den Weg. So. In dem Zug müssen wir uns hier einmal um die Ventilation kümmern. Da müssen wir hier irgendwie die Pegel nach unten treiben. Und hier die Elektrizität. Genau. Hier die 2 Volt, wenn wir den Hebel hier runterhalten, können wir irgendwie die Spannung nach unten bringen und dann fährt der Zug halt weiter. Also so ein Minispielchen in dem Sinne. Wichtiger Befehl von oben. Ja, ich habe das verstanden. Einen Tag hin, einen Tag zurück.
Sieht echt cool aus, gell? Der Leuchtturm hier im Hintergrund und so. Ach ja, die Blocker. Du erinnerst dich noch an den Unfall bei Exler 5? Schlimme Sache. Natürlich, das kann der Rat nicht einfach auf sich beruhen lassen. Okay, jetzt braucht man, um einen Bahnhof verlassen zu können, einen speziellen Code vom Bahnhofvorsteher. Okay, klingt vernünftig. Ja, finde ich auch. Aber was ist, wenn der Bahnhofvorsteher an diesem Tag krank ist? Oder wenn etwas anderes passiert? Antwort? Keine Ahnung. Was wir auch noch brauchen... Okay, die Spannungen scheinen noch zu passen. Oh, hier soll man mal... die Spannung absetzen. Wunderbar. Hier haben wir zwei Erste-Hilfe-Kästen dabei, drei Essen. So, jetzt gehen wir hier an das Ding ran. Hier haben wir auch nochmal irgendwie die Batterien, wie sie genutzt werden. Wir haben hier Kommunikation. Craften können wir aus den Materialien, die wir finden. Und wir sehen, wo wir langfahren. Also wir sind jetzt angekommen hier am Bahnhof. Deswegen hat der Zug auch gehupt. Wir halten an. Und ziehen praktisch die Bremse. So, Code können wir nicht eingeben. Haben wir nämlich nicht. Achso, ja. Laufen wir einfach. So, nochmal ran. Den Code müssen wir erst besorgen. Wer bist du? Sie haben sich verspätet. Entschuldigung. Ich hab extra Gas gegeben. What? Gibt heute keinen Schnellzug. Wir müssen diese Rostlaube nehmen. Okay, aber ich bin mit Zug ganz zufrieden, oder? So. Die sind noch alle da. Also im Angezock war es ja so, dass die Apokalypse schon ausgebrochen ist. Und hier scheint es so ein bisschen die Vorgeschichte dazu zu sein. Hallo. Wie ist der Urlaub? Wieso? Der Urlaub ist doch zu Ende. Ich verstehe. Ich habe den Blocker nicht. Der Chef hat ihn. Okay, er ist Mittagessen gegangen. Du kannst hier warten oder eine Stadt nach ihm suchen. Okay, ich bin mir sicher, er ist irgendwo in der Nähe. Wer bist denn du? Mit den neuen Blockern hat man doppelt so viel Arbeit. Diese Idioten der Regierung. Aha. Hat er das vielleicht hier irgendwo in seinem Spind gelassen? Verschlossen, okay, kommen wir nicht ran. Dann gehen wir mal in die Stadt einen Chef suchen. Na, Tag. Kann man mit euch reden? Kann man nicht. Mir fehlt auch gerade die Maus irgendwie so ein bisschen. Aber brauche ich auch noch nicht. So, jetzt gucken wir hier oben rein. Nicht jetzt. Ich habe heute frei. Der neue Kassierer ist fürchterlich. Schaff ihn vom Hals, ich finde einen neuen. Okay. Eine Brille für $6. Okay, kann man jetzt mit der reden? Nee. Wir reden mal einen Kassierer, dass er vom Chef nicht gemocht wird, oder? Stecken wir dem die Situation? Mal gucken, ob er mit sich reden lässt. Nö. Hier geht's im Boden, da kann ich aber nicht rein. Hier läuft ein Fernseher. Er pennt. Um 6.40 Uhr aufstehen, ein Liter Milch trinken, 10 Kilometer joggen, jeden Tag wiederholen. Okay. Okay. Ich höre. Warum sind Sie nicht von der Arbeit ab, Sir? Weil ich den Chef suche. Der will nicht, der will nicht, der will nicht, der will nicht, der will nicht. Ist hier irgendwie hoch und runter? Nee. Okay, wir gucken mal, ob wir hier hochkommen. Geht nicht, springen kann man ja nicht.
Ich könnte Adam nicht darauf ansprechen. Er ist genau wie sein Vater. Was machen wir jetzt? Wir müssen einen Umweg finden. Michael, ich weiß, dass es eine große Ladung ist, aber wenn es uns gelingt, sie aus dem Ristel wegzuschaffen, haben wir für immer unser ganzes Leben ausgesorgt. Also hier, was machen wir jetzt, schreibt Michael, eine Ladung. Haben die geklaut? Okay. Da ist doch beim Mittagessen, oder? Das ist er doch bestimmt. Sieht doch aus wie ich. Also fast. Oh, Knirsch. Entschuldigung, ich habe den ganzen Zug, ich habe den Zug ganz vergessen. Erstmal schön gechillt hier draußen hocken, ne? Swashbrot essen, die Katz kommt vorbei. Alles klar, den Schlüssel habe ich hier im Koffer. Ich habe einen Zettel mit dem Code im Schrank gelassen, aber nimm bloß nichts anderes mit, nur den Code. Natürlich! Was denkt der denn? Ja, du hast recht. Entschuldigung. Schlüssel. Geht's hier noch weiter? Hallo, Katze. Hallo, oh mein Freund. Hilf mir. Mir fehlen ein paar Münzen für das Bier. Ja nun, schau selbst. Sei vorsichtig, wenn du nachts spazieren gehst, dass dir nicht aus Versehen eine Kiste auf den Kopf fällt. Okay, geht's aber auch nicht weiter, gell? Münzen, ich habe keine Münzen. Gut, gehen wir wieder zurück. Oh, jetzt runter. Ich mag das ja, das Erkunden von diesen Levels finde ich toll. Bin ich denn hier gelandet? Hallo? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Na gut. Draht und Whisky aus der Karre. Ja, auch cool hier. Ah. Wer bist denn du? Ich bin vom Morgenstern hergereist. Bin vom Morgenstern hergereist? Gehört er zu den Heiligen Drei Königen oder was? Es haben sich einfach zwei Schrauben gelöst. Wo jetzt? Im Morgenstern oder bei dir? Ja. Okay. Joa. Ja, dann. Tschüss. Achso, jetzt müssen wir wieder oben rein. So, 5287, Oberhaus Metropol. Bahnhof Ärmel, Bestätigungscode. 5287, können wir. Schade, weil er sagte, nimm bloß nichts anderes mit. Habe ich gehofft, dass wir irgendwie noch was anderes mitnehmen können, ne? Hm. 5287, geht's weiter mit unserem Zug? Ich würde sagen, wir haben jetzt so knapp 20 Minuten. Wir sind am Ende der ersten Folge von The Final Station. Und jetzt am Anfang machen vielleicht morgen noch eine Folge. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Wenn es euch gefallen hat und ihr Bock habt, die Geschichte von unserem Zugführer mit Bellus 07 zu erleben und mitzubekommen, wie die Geschichte sich hier entwickelt und was es mit der Apokalypse auf sich hat, dann schaltet auch morgen wieder ein. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.